Sonnenkern ist ein Pokémon mit dem Typ Pflanze und existiert seit der zweiten Spielgeneration, wobei es sich zu Sonnenflora weiterentwickeln kann. Sonnenkern ist ein kleines Pokémon, das gelb, schwarz und grün auftritt und an einen Blumensamen erinnert. Der Körper des Pokémon besteht lediglich aus einem rundlichen Kopf und ist gelb gefärbt. Lediglich ein Muster aus drei schwarzen Streifen ist darauf zu sehen. Sonnenkern besitzt große runde Augen, die sich hier aus einer schwarzen Lederhaut und einer weißen Pupille zusammensetzen. Durch den relativ breiten Mund wird das Gesicht dann vervollständigt. Ein aus Zacken bestehender Kranz umkreist das Haupt und schließlich wächst auf dem Kopf ein dünner Stiel, aus dem wiederum zwei Blätter nach rechts und nach links sprießen. Dabei sind die Blätter auf seinem Kopf, der Stiel sowie der obere Teil des Kopfes grün gefärbt und in seiner shiny Form ist Sonnenkern hellorange gefärbt, wobei die Blätter auf seinem Kopf ein helleres Grün annehmen. Sonnenkern ist ein vergleichsweise schwaches Pokémon. Es beherrscht hauptsächlich Attacken, welche dem Typ Pflanze angehören, und setzt diese ein, um bis zur Entwicklung zu überleben und sich zu verteidigen. Hierbei nutzt es zum Beispiel die samenartige Struktur seines Körpers und setzt Egelsamen ein, um dem Gegner zu schaden und dabei selbst Kraftpunkte zu regenerieren. Und mit Sorgensamen die Erholung durch Schlaf zu verhindern oder dem Feind durch Samenbomben Schaden zuzufügen. Mit den Blättern auf seinem Kopf kann Sonnenkern Rasierblatt einsetzen. Das Pokémon beherrscht auch wenige Attacken anderer Typen, wie der Feuerattacke Sonntag, welche bewirkt, dass die Sonne stärker scheint. Das ist sehr nützlich, um einen anschließenden Angriff durch Solarstrahl vorzubereiten, für welchen Sonnenkern vorher Sonnenlicht absorbieren muss. Das Pokémon ist sehr naturverbunden und dazu fähig, das Licht der Sonne zu nutzen, um Energie zu sammeln. Das macht sich auch in seinen Fähigkeiten bemerkbar, welche mit Sonnenlicht zusammenhängen. So verwendet Sonnenkern das sonnige Wetter, um mittels Chlorophyll seine Initiative zu verdoppeln oder mit Solarkraft seine speziellen Kräfte zu erhöhen. Seltene Sonnenkerne besitzen die versteckte Fähigkeit Frühwecker, welche ihnen erlaubt, ihren Schlaf um die Hälfte der Zeit zu verkürzen, so früh aufzuwachen und schneller zu weiteren Attacken bereit zu sein. Das Pokémon Sonnenkern ist hauptsächlich an naturbelassenen Orten wie dem Sonnenwäldchen aufzufinden. Es lebt auf Bäumen und ernährt sich ausschließlich von Morgentau, welcher von den Blättern, die über ihm wachsen, auf es herabtropft. Es ist deutlich schwächer als andere Pokémon und da ihm das bewusst ist, bewegt es sich so wenig wie möglich und spart sich alle aufgenommenen Nährstoffe für die Entwicklung zur Sonnenflora auf. Gelegentlich ist zu beobachten, wie ein Sonnenkern morgens plötzlich vom Baum fällt. Häufig wird es dann von Habitak angegriffen und tritt dieser Fall ein, so versucht es so schnell wie möglich zu fliehen oder sich durch Schütteln der Blätter auf seinem Kopf zu verteidigen. Kalte Sommer stellen für diese Spezies optimale Lebensbedingungen dar, was sich aus dem dann zu beobachtenden enormen Wachstum der Population schließen lässt. Sonnenkern ist dabei der erste Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe, wobei es sich zu Sonnenflora weiterentwickeln kann. Die Entwicklung symbolisiert das Aufblühen eines Keimlings zu einer Blume. Und die gelb-grüne Färbung Sonnenkerns bleibt auch nach der Entwicklung erhalten, der Körperbau jedoch verändert sich vollständig. Bevor sich das Pokémon entwickelt, basiert diese ausschließlich auf der Form eines Kerns, welcher an einen Blumensamen erinnert, und einer kleinen Sprosse darauf. Durch die Entwicklung bildet sich diese Sprosse weiter aus zu einer großen gelben Blume, während der Kern sich grün färbt und Extremitäten in Form zweier dünner Beine und zwei blattförmigen Händen bildet. Sonnenkern nimmt dann bei der Entwicklung dann zu Sonnenflora enorm an Gewicht zu und diese Entwicklung wird in der spielenden Hauptreihe durch Gabe eines Sonnensteins ausgelöst. Mit seinem Typ nimmt es dabei halben Schaden gegen Pflanzen, Wasser, Elektro- und Bodenattacken, nimmt doppelten Schaden gegen Feuer, Eis, Gift, Flug- und Käferattacken und der Rest macht normalen Schaden.